Und da sind wir wieder. So, muss ja mal kurz husten. Ja, wir müssen Blumen finden, wir müssen Seiden finden, wir müssen die Tür finden. Wozu das, wofür das Schloss ist. Batterien im Müll? Natürlich. Hier ist auch überall immer so ein großer, so ein grünes Licht, aber ich weiß leider nicht wofür. Batterien haben wir, glaube ich, mittlerweile echt mehr als genug. Okay. Food ist auch sehr gut. Oh, was? Verfolgt der uns jetzt oder geht der weg? Ich beobachte das jetzt mal. Angreifen kann ich den ja nicht, ne? Oh. Gott, ich wollte nur probieren, ob wir den irgendwie auch verschwinden lassen können. Aber okay, Gott, unser Inventar, Food. Oh Gott, der Typ macht mich krank. Der taucht also wirklich einfach wahllos. Halt, 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 da lag was. Und der verschwindet dann auch nicht so schnell. Okay, das ist anscheinend nichts Wichtiges. Der ist auch schneller irgendwie, wenn wir den anleuchten. Das ist nicht ganz so cool. Oh. Das ist, glaube ich, auch nicht so gut. Wenn wir über solche Stöcker laufen, dann kriegt er uns bestimmt auch sofort. So, wir befinden uns. Keine Ahnung wo, ich kann die Map gerade nicht öffnen. Oh. Entschuldige für das, was ich jetzt tue. Okay. Ja. Da ist er Come wieder. here, kid. Hey. Kommt er raus? Nee, ne? Okay. Hier ist sonst nichts weiter. Ich kann hier bestimmt auch noch nicht weg, ne? Aber klar. Wenn er jetzt von vorne kommt, habe ich die Arschkarte. Ich finde aber auch keine weißen Blumen mehr. Hallo, ist da jemand? Wo ist derjenige denn? Ich kann hören, wie du dich hier bewegst. Okay, also Betten anklicken bedeutet jedes Mal speichern, alles klar. Ich stecke in der Falltür, hilf mir raus. Okay, warte. Ah! Hier unten. Hallo, bist du hier? Bedank dich beim Spaghetti-Monster. Kannst du mir hier raushelfen? Was wäre das Camp nur ohne ein Kind, was jedem hilft? Sicher, warum nicht? Ich bin hier runtergesprungen, als der Berg kam, und nun stecke ich fest. Und lese das gruselige Zeug, was hier unten ist. Meinst du die Tagebuchseite? Ja, es ist verrückt und lässt mich gruseln. Kannst du in den Wald westlich vom Camp gehen und mir meine Werkzeugkiste besorgen? Oh ja, jetzt allein im Wald gehen, ob das so eine kluge Idee ist, ich weiß ja nicht. Wenn ich die Tagebuchseite kriege, klar, warum nicht? Aber natürlich, nur hilf mir hier raus. Okay, ich werde wiederkommen. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja. Ist doch in Ordnung. Oh, Batterie ist alle. Moment. So. Wir haben ja. Ja, ich weiß doch, dass du da drin bist. Ich muss doch jetzt aber erstmal in den Wald. Ich habe den schon wieder gehört hier. Hm.
Es ist hier nicht sehr vertrauenswürdig. Wieder eine Leiche. Naja, Hauptsache du findest Batterien, alles gut. Vor allem bei dem Mädchen vorhin hat er sich ein bisschen geschämt. Ja. Das war jetzt doof. Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe nicht mehr so viel Food. Oh. Oh, das sind Familienbilder. Das glaube ich eher nicht. Okay. Okay, also mit Taschenlampe ist der auf jeden Fall schneller unterwegs. Aber ich sehe halt weniger. Oh. Ja, doch, er sieht wirklich aus wie ein cooler Guy. Ja, ist ja egal. Hauptsache, es heilt dich ein bisschen. Okay, hier ist wieder nichts. Das sieht ja auch alles so leergeräumt aus. Oh Gott. Let's have some fun. Mist. Okay, okay. Er kann uns zweimal treffen. Und dann sind wir tot. Nicht sehr cool. Gar nicht cool. Oh no. Und ich habe natürlich... Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich gespeichert hatte. Ah, super. Muss ich jetzt nochmal mit ihm quatschen? Ja, okay, das machen wir mal schnell. Ja, komm. Ist okay, ist in Ordnung. Ich will dir helfen. Dann werde ich hier nochmal speichern. So, dann brauchen wir nicht nochmal mit ihm reden. Ja, ich gehe doch schon. Also, wir locken ihn auf jeden Fall an. Er ist auf jeden Fall schneller unterwegs. Wenn wir die Taschenlampe anhaben, das ist doch kacke. Vor allem, wenn ich immer nicht weiß, wo der gerade ist. Okay. Ah, das ist die andere Seite. Na gut. Lassen wir jetzt mal so. Da war jetzt für uns nichts Wichtiges weiter drin. Ich habe Angst. Okay. Ja, sorry. Der wird hier eh gleich wieder auftauchen. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich mich jetzt befinde. Oh, ich bin da oben. Eigentlich wollte ich ja mal längst da unten sein. Ich komme bloß immer nicht runter, weil der dann immer genau da auftaucht. Na gut, wir sind aber auf dem Weg zu den Westwoods. Der wird eh gleich kommen. 100 Pro. 100 Pro kommt er hier gleich. Jetzt laufe ich hoch. Nee, das wollte ich nicht. Ich muss ja leider in den Wald. Okay. Kurz hier rein. Ich höre nichts. Hundertpro kommt der gleich. Oh no, jetzt muss ich wieder runter. Okay, okay. Ich bin mega angespannt. Ist klar, die ist immer noch verschlossen. Huch. Ja. Ich hoffe, dass der hier nicht auch noch auftaucht. Haben wir hierfür auch eine Karte? Nein, natürlich nicht.
Das waren die aus dem Tagebucheintrag. Die komischen Leute. Oh Gott. Das wird jetzt hier eine reine Irrgartenfahrt. Ich hoffe, dass denn. Da ist ein Feuer. Hier ist. Was ist hier? Where are you? Er ist hier irgendwo. Geil. Und ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich habe Angst. Leute, ich habe Angst. Ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich durchspielen werde, ob ich das schaffen werde, wenn der hier immer rumlungert. Warte mal, es war ja jetzt irgendwas da oben. Hallo, was haben wir denn hier? Es ist eine verrückte Voodoo-Puppe. Warum haben wir die jetzt? Ich will gerade keine Taschenlampe anmachen. Zwingend. Ich weiß jetzt auch nicht, was das mit dem Feuer hier so auf sich hat. Okay, Gott. Huch. Hey Kind, was tust du hier? Das ist gerade nicht sicher. Ja, das weiß ich. Wie hast du das überlebt? Mir geht's gut. Ich habe gerade meinen 18. Kaffee beendet und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Wifi sehen kann. Alter, der ist alles okay, alles gut. Ich erzähl dir was. Die verrückte Seite, die ich hier habe, macht mir Angst. Du meinst eine Tagebuchseite? Was war das jetzt? Natürlich, Sonnenschein. Kann ich sie haben? Nicht so schnell. Wenn du sie haben willst, musst du sie dir verdienen. Na, noch eine Person, die meine Hilfe braucht. Was soll ich tun? Ja, das sind diese Feuer, mit denen ich Probleme hatte. Jedes Mal, wenn ich denke, ich habe sie alle. Kommen sie wieder, das ist komisch. Ich glaube, das hat alles was mit dieser Bärensache zu tun. Obwohl, es könnte auch der Kaffee sein. Wie zur Hölle hast du keine Angst? Noch seltsamer ist, dass ich sie zeitlich abgestimmt habe und aus irgendeinem seltsamen Grund alle nach 4 Minuten erneut zünden. Es scheint eine sehr spezifische Zeit zu sein. Was? Kommt ja jetzt auf uns zu, obwohl ich mit dem rede. Das wäre echt scheiße. Naja, komm, wir nehmen das mal an. Fantastisch. Die Feuer sind im Wald verbreitet. Eins ist im Norden, eins nordöstlich, zwei sind im Süden. Und eins ist hier im Osten. Hier, nimm den Feuerlöscher und das Walkie-Talkie und ich lass dich wissen, wie es geht. Jetzt geh, beeile dich, Sonnenschein. Ja, super. Ganz große Klasse. Oh, die Toolbox. Ich glaube, das ist das, was ich brauche, ne? Für den Herrn. Wenigstens was. Ich habe wenigstens was gefunden. Oh, ich dachte gerade, der kommt. Okay. Dann kümmern wir uns nochmal um das Feuer, wenn wir schon mal hier sind. Ich finde es nur doof, dass der aber auch genau hier ist. Oh, man kann ja so schnell in der Irre kommen. Na gut, ich habe ihn bisher nicht gesehen, ich habe ihn nur gehört. Da oben war eins. Drei hatten wir ja, glaube ich, schon gefunden. Ich kann mich aber auch nirgendwo verstecken. Also das mit den Büschen, das hätten sie schon ein bisschen ausweiten können. Tatsächlich. Das ist doch sonst doof. Okay. Es ist halt doof, wenn da nur zwei Büsche sind oder so, wo man sich halt verstecken kann. Was war das jetzt eigentlich? Nichts oder wie? Okay. Ich hatte doch vorhin noch ein Feuer, oder nicht? Dachte ich zumindest. Ich glaube, ich laufe gerade wieder vollkommen zurück.
tatsächlich. Ich laufe ja wieder zurück. Ich weiß gerade nicht, wo er ist. Ich habe ihn vom Weiten gehört. Das ist hier natürlich sehr verwinkelt auch alles. Ich glaube, ich werde gleich mal das Walkie-Talkie ausprobieren, wenn das geht. Okay, hier unten waren wir noch nicht. Ich sollte auch noch mal Batterien, haben wir ja eigentlich genug. Huch, nein, falscher Knopf. Da ist noch eins. Und dann sollte es doch das gewesen sein, oder? Walkie-Talkie, wo haben wir dich denn? Bist du da? Sie sagen, dass Wissen Macht ist. Aber was, wenn dein Wissen nur über Pokémon ist? Was? Okay. Hä? Check ich jetzt nicht. Na gut, Gott, ich weiß schon wieder gar nicht, wo der Typ überhaupt war. Was tust du hier? Sollst du nicht das Feuer ausmachen? Irgendwo muss noch ein Feuerchen sein. Ich höre den immer, aber ich sehe den nicht. Also keine Ahnung, ob der überhaupt hier im Wald ist. Kann ich hier nicht sagen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wofür die Voodoo-Puppe gedacht ist. Aber Hauptsache, wir haben sie erstmal. Wir müssen doch alle Feuerstellen ausmachen, aber... Oder? Habe ich das etwa nicht getan? Auf jeden Fall weiß ich jetzt, ich muss nicht jedes Mal das Inventar aufrufen. Jetzt laufe ich, glaube ich, wieder zum Camp zurück. Why don't you wanna play with me? Typ, bleib mir ja fern. Nein, hier muss irgendwo noch ein Feuer sein. Ja. Yay! Okay, ich komme zurück. Weil der Typ Schiss hat, mussten wir jetzt seine Arbeit erledigen. Ich hoffe, jetzt kommt nicht der Bär. Das wäre richtig uncool. Huch. Ich dachte, wir laufen hier nur wieder zurück zum Camp, aber okay. So, die Toolbox haben wir auch. Das heißt, wir können unseren Kumpel befreien. Und die Batterien sind leer. Okay, und wir brauchen noch ein paar... Halt, ein paar von den... Blumen, die ich bisher echt nicht gesehen habe. Großartig. Oh, ich hab's rascheln hören. Es wäre jetzt witzig gewesen, wenn der tot wäre. Oh Mann, du hast es geschafft. Ich danke dir. Jetzt brauche ich noch einen Kaffee und dann bin ich schneller als das Licht. Nun, kann ich die Tagebuchseite haben? Aber natürlich. So, dann wollen wir mal schauen.